So, Kilometer, knapp Kilometer 13. Hoher Rotzkopf und davor Bildstein. Die ging relativ gut weg. Hab da wirklich locker angehen lassen. Das war mein Ziel, die ersten 10 Kilometer wirklich mich immer wieder daran erinnern, dass ich langsam laufen will. Ja, jetzt geht es erstmal bis Kilometer 17. Ja, mehr oder weniger abflüssig, aber selbst hier will ich mich erstmal zurückhalten. Ich will erst bei Kilometer 25 irgendwie versuchen, weiterhin konstant eine gute Pace zu halten. Ja, schauen wir mal. Bis jetzt läuft immer noch gut. Ach, Kilometer 24. Boah. Es läuft. Ich lasse es ruhig angehen. Momentan laufe ich schon so 2 Kilometer lang zum Wurzelwege. Und das tut schon ziemlich weh. Dem Knie. Ja, aber ansonsten, so geht es mir soweit noch ganz okay. So, Adi, hallo, wieder in der Wechselzone. Habe mich schon jetzt eine Zeit lang nicht gemeldet. Das letzte Mal war es ja beim Vulkan Trail. Und ja, eigentlich habe ich da bei Kilometer 24 aufgehört aufzunehmen. Ja, aus den schon den meisten Podcast-Hörern bekannten Gründen möchte jetzt eigentlich gar nicht so weiter auf den Vulkan Trail eingehen. Da wurde eigentlich schon alles zu gesagt. Beim Podcast, wer es nicht gehört hat, bitte reinhören. Mittlerweile haben wir auch sogar eine neue Episode draußen, die von Köln-Marathon, wo der Lukas wirklich richtig gerockt hat, wo es für ihn richtig, richtig gut lief. Ja. Ja, heute wollte ich mal so ein kleines Unpacking machen. Hab nämlich Päckchen gekriegt, der Postmann war da, hat ein schönes Päckchen mitgebracht. So, schauen wir mal. So, eine Omnium Rollentrainer. Ja, habe lange darüber nachgedacht, welchen ich holen soll, habe mich für den Omnium entschieden. Ja, schauen wir mal, wie das Ding so ist. So, das Ding steht eigentlich ohne Instruktion. Ich habe es einmal beim einem YouTube-Video gesehen, wie es geht. Klar, natürlich werden sich die Dinger noch eh entwehren. ja, geht relativ schnell. Ich finde, der Vorteil für mich ist bei dem Teil, dass ich es eigentlich immer mitnehmen kann. Ja, das hat so im Endeffekt den Aufschlag gegeben. Bin ich mal gespannt, bis ich damit werde.